Miep. 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 Ei. Ja, Flat ist Lava. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh ne, scheiße, ist das echt passiert? Ja, okay. Ja. Ja, und das andere sehe ich auch. Okay, danke dir, gell? Sorry, ich bin wieder da. Also, ich wurde gerade schon wieder aus der Parteizentrale angerufen. Lassen wir es laufen. Die haben gesagt, Streuner, guck nach deinem Baum. Guck, was aus ihm wird. Der Streunerbaum, er wächst und gedeiht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Höhe des Baums messen kann. Das geht wahrscheinlich mit dem Messwerkzeug nicht. Aber ich glaube, dem Baum geht's gut. Er sieht schön grün aus. Das läuft. Das waren die Büschchen. Ja, die sind auch noch relativ klein, aber ich hoffe mal, die wuchern noch ein bisschen. So, das war das eine. Ich sollte meinen Busch nicht vernachlässigen. Und der andere Punkt ist, da bin ich sehr empört. Also, Streuner, welche Legasthenie ging denn hier mit dir durch? Die Kleidungsindustrie. Ja, natürlich nicht. Das ist eine Kleidungsindustrie. Ja, so sieht's aus. Kleidungsindustrie. Danke, Parteizentrale. Super Job gemacht, dass ihr da aufgepasst habt. Es wäre dem Streuner in 50 Folgen nicht aufgefallen. So, was macht unser Öl? Ja, 100 Arbeitstage noch. Die walzen wir weg. Und wir gehen weiter auf unser Pflanzenfeldchen ein. Oh Gott, jetzt regnet's, da macht's richtig Spaß im Matsch. Wir hatten 30 Felder dran. Ich habe jetzt hier aber noch nicht den Abtransport geplant. Und da überlege ich jetzt gerade, von wo meine Verteilzentren am besten dann hinkommen werden. Die Aussicht ist grauenhaft hier mit dem Regen. Ich will was anderes machen. Aber ich muss warten, bis dein Öl fertig ist. Ah gut, der Regen hört auf. Wir haben Glück gehabt. So, der Bauernhof, der sitzt relativ zentral. Irgendwo muss ich ein Silo hinbauen. Das Silo muss an die Schiene dran. Das Silo wird auch wieder teuer. Aber wir planen es jetzt erstmal, wie wir da Spaß hinmachen. Ja, ja, ja. Okay. Wo ist die Straße? Okay, wir sind auf jeden Fall, wir sind schon weit weg. Wir könnten jetzt mal, da wir wissen, wie viel unsere 30 Felder an Platz wegnehmen, einfach mal die Straße lang ziehen. Aber ich will hier jetzt ungern so zack eine Brücke drüber machen über den wunderschönen Teich. Das ist ja nichts. Vom Gefühl her, wenn ich hier lang fahre, wird halt ein ganz schöner Schlenker. Also wenn ich es mir aus der Richtung anschaue und hier unsere Autobahn irgendwo endet, hier, dann wäre es schon schöner, wenn es hier lang geht. Also dann machen wir das mal mit der Straße. Einmal einen schönen Bogen hin. Einfach, dass wir wissen, wo Silo gut hinkommt, wo Gleise gut hinkommen. Da haben wir ja auch noch drei Gleise. Heieiei, den darf ich auch nicht in den Weg kommen. Ja, ich denke, das da ist okay für mich. So hier raus und von hier jetzt schön im Abstand zum Wässerchen. Vielleicht so oder so. Machen wir mal so, gucken wir mal. Ja, das wird eine schöne S-Kurve. Ich darf nicht vergessen, wenn unser Ölfeld fertig wird, weil das ist Prio 1. Das hier ist gerade nur mal Planung und dann lassen wir die Kipper schuften. Wo kommt unsere Straße hin? Irgendwo da. Okay. Wie bin ich denn eigentlich gerade ausgerichtet? Egal, wir machen es mal dahin. So. Und diese Straße braucht natürlich auch wieder ihre Zweitstraße daneben, die schön daneben langläuft. Dass wir wieder schön einspurigen Verkehr machen, wie bei den anderen. So, da will er noch nicht dran. Vielleicht bis hier. Ja, das wird nicht so schön rund, wie ich es mir vorgestellt habe mit der zweiten Straße. So. Haben wir jetzt hier wieder Nodes drin. Irgendwo da vorne habe ich die aneinander rangetackert. Aber ich glaube, die Nodes, die sitzen diesmal nicht. Und der Abstand da vorne ist enger, hier ist breiter. Ja, aber mein Gott. Wie sieht es auf der Karte aus?
wenn ich da nicht gerade mit meinem Männchen drauf bin. Ja. Ich würde gern diese Quadranten hier ausschalten. Es nervt mich jetzt, dass da eine Linie durchgeht. Die ist okay. Jetzt müssen wir die Zusammenführung da vorne noch planen. So, dann kommt diese Bundesstraße hier lang und irgendwo kommen hier noch die Gleise lang. Ich will Abstand zu den Gleisen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier so circa matchen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, dann kann ich ja eigentlich... Da muss ich aber gleich nochmal gucken, ob da was im Weg ist. Könnte ich die mal so hier hinführen? Also ich drehe da am Mausrad immer, um den Radius zu verändern. Aber ich glaube, das kennt ihr schon aus den vorherigen Folgen. Forschung ist abgeschlossen. Halleluja. Möchte ich da jetzt noch was in Forschung nehmen? Ach, der Feuerwehrlöschhubschrauber ist hier drin? Ich dachte, der ist in einem anderen Ding. Ich dachte, das ist jetzt bei Krankenhaus. Na, dann mach den mal. Einmal den Feuerwehrlöschhubschrauber, bitte. So. Warum ist der nicht da drin? Rettungshubschrauber. Ach so. Ah, ja, 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 ja. Okay, ich war... Da war ich wohl verballert. Das war der falsche. Oh, das Häuschen ist fertig. Sehr schön, sehr schön. Und wir haben keinen Personalbus fahren lassen. Wir haben es mit eigenen Männchen einfach mal mit 30 Leuten auf der Baustelle hochgezogen. So. Hier. Oh, wir haben schon wieder 60 Leute mehr. Uiuiui. Okay, die kommt auch weg. Wir haben Reserve. Ich mache es aber noch nicht auf. Ich will erst, dass sie erstmal hier einziehen. So. Wie machen wir das weiter mit der Straße? Ich möchte erstmal mir überlegen, welche lasse ich denn unten durchlaufen. Und das ist definitiv hier meine Straße zur Grenze. Ziehen wir die zweite mal parallel dahin. Das Gute ist, wenn man hier das Magnetding da anhat, parallel bauen, dann zieht er die schön nebeneinander hin. So, ich müsste jetzt hier auf jeden Fall jede Menge Platz noch für Gleise haben. Auch wenn ich mit den Gleisen vielleicht enger rüberfahre. Okay, dann müssen wir, um das Kreuz zu bauen, also unser Bundesstraßenkreuz. Ja, ich sag mal, der Noob, der macht halt so Batsch dran und dann ein bisschen schräg und hin. Ich mach's euch jetzt schön. Ah, wenn jetzt nicht der Bau beendet wäre. Ja, dann schieben wir das ein. So, Bau ist beendet. Das ist kurz und schmerzlos, zackelte Bumm und hier ein paar dran und alle in Bau geben. Alle in Bau geben. Ja, da ist jetzt der Strommast, dann geh doch da dran. Hier noch einmal dran. Das wird jetzt auch nicht so schön. Das muss einfach nur funktionieren. Dann können wir hier den Fußweg noch reinmachen. Zu unserem Stromkästchen. Asphaltweg. Haben wir dann schon alle dran? Ich denke schon. Gehen wir mal aus den Menüs raus. Dann kann ich, glaube ich, beides planen. Nee. Achso, ich bin noch drin. So. Alles geplant. Und dann machen wir lustige Verteilung mit Mensch. Ohne Mensch. Hier nochmal mit Mensch. Und dann nochmal ohne Mensch. Und hier auch nochmal ohne Mensch. Oh, das war mit Mensch. Das war nix. Den stellen wir nochmal um. Baubüro 6 muss raus. Ich will hier keine Menschlein haben. Ich denke, das passt doch. Das müsste das kleinste Stück sein. Ja, 17. 18. 21. Und hier. Okay, dass es hier noch weitergehen kann, geben wir noch die Pumpe in Auftrag. Aber auch erstmal ohne Menschen und hier auch ohne Menschen die Pipeline zur ersten Verbindung. Ja, und jetzt kommt wieder die schöne Arbeit. Benachrichtigungen setzen. Ich brauchte auch keine Brio machen, weil die haben ja sonst nichts mehr zu tun eigentlich. Aber sobald eine fertig ist, möchte ich weiterbauen. Ich will jetzt gucken, ob ich so ohne... Grid aufzunehmen, so durchkommen, indem ich es schnellstmöglich baue. Ja, der Bau war beendet. So, habe ich sie alle. Da, da, da. Den Fußweg habe ich den auch. Den habe ich den auch beauftragt. Da, bauen wir Fußweg. Hat da noch einer die automatische Suche drin gehabt? Nee. Okay. Benachrichtigen hier auch. Da brauche ich keine Benachrichtigung, weil das wird ja auch nicht fertig ohne Personal. Das wird nur vorbereitet, wird das Fundament gebuddelt, wird das Material hergebracht. Schauen wir mal, wie viel Kohle das jetzt schon mal wegfrisst. Und sobald ein Stückchen fertig ist, gibt man die nächste Pumpe in Auftrag und schauen, was mit der vorherigen ist.
bauen wir lieber Autobahn. Das macht doch Spaß. Also, ich ziehe mir das jetzt erstmal so hin, dass es möglichst nah schon in die Richtung geht. So. Also das wird eine andere Kreuzung als die hier, die ihr kennt. Aber sie wird hübsch. Da habe ich wieder Nodes, wo nicht rein sollen. Einmal weg damit. Und dann können die hier sich ein abbuckeln, aber mit niedriger Prio, dass die da oben lieber schaffen gehen. Also die anderen lasse ich einfach auf normal stehen und dann kommt hier die niedrige hin. So, jetzt planen wir eine Brücke. Aber nur eine. Es sind zwei Straßen und wir planen eine Brücke hier. Die muss auf 9 Meter hoch und da muss ich jetzt den Parallelbauen rausmachen. So, 6 Meter, 9 Meter. Wie? Ja, das kann ruhig ein bisschen länger sein, als es. Dann müssen sie nicht ganz so steil fahren, weil umso steiler die jetzt da hochjodeln, umso mehr. Ja, gehen die wenigen PS in die Knie, die sie haben. So, dann fahre ich einmal gerade rüber. Ja, und die Schienen müssten dann halt oben drüber. Hahaha, Streuner, Streuner, Streuner. Nee. Ich will nicht schon wieder eine Schienenbrücke bauen mit Ziegel und dem Floß. Wir ziehen hier auch einmal die Schiene schon mal lang. Einmal schön den Bogen machen, bitte. So. Die Schiene kommt dann hier an. Hoffen wir mal, dass die sitzt da vorne, ansonsten korrigieren wir es. Und dann gehen wir hier auch nochmal mit der Schiene lang. Jetzt habe ich wieder den Snap nicht drin. Also das ist echt zum Mäusemelken und wir müssen nach der Forschung gleich noch gucken. Einfach mal ein bisschen Multitasking streuen. Und nebenher erzählt sie ihnen noch was vom Pferd. Unsere Pipeline ist fertig hier. Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher. Pause. Das muss ich kapieren. Jetzt müssen wir in der Parteizentrale die Pipeline machen. Okay. Dann stellt sich die Frage, was wollen wir denn jetzt eigentlich so als nächstes haben? Das bräuchte man, dass wir Öl raffinerieren können. Das mache ich hier aber jetzt nicht. Flughafen. Erneuerbare Energien gerade noch nicht. War die Mülltrennung nicht fertig? Jetzt habe ich gedacht, Mülltrennung ist fertig und habt ihr alle schon hier einsortiert. Oh nein. Deswegen haben wir da oben nur den Biomüll gehabt und das war aus der Industrie. Ja, dann natürlich diese Mülltrennungskampagne. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn einer von euch, der hier sich genau auskennt, gesagt hätte, Streuner, was treibst du da eigentlich? Das ist doch Müll. Du tust die Müllplätze schon hier alle schön hinmachen, machst deine Mülltrennung rein und keiner nutzt es, weil keiner weiß, wie es geht. Ja, verwirrend. So, also ich muss hier mein Brückchen neu planen. Und davor mussten die Schienen unten durch. Ich will einfach nicht hier eine Schienenbrücke über die Straße machen. Einmal das Stückchen weg. Jetzt muss man auch wieder hier reingehen. Das wegmachen. Und jetzt machen wir die Schienen drunter. So. Und die müssen auch nicht gebaut werden. Die müssen einfach nur da liegen, dass sie da sind. Was schön ist, wenn sie da sind. So. Den einmal hin und den einmal. Und jetzt müssen die Nodes wieder raus, sonst haben wir einen Knick drin. So. Und da vorne. Ja, da muss ich den Node sitzen lassen, weil ich habe bis hierhin den Bau beauftragt. Oder ich sag einfach, das Stückchen soll auch nicht gebaut werden. Hier einmal aussetzen und da einmal aussetzen. So, dann wird hier jetzt nichts gebaut. Also nur bis hierhin, bis zum Signal. Und jetzt sollten wir die Nodes verbinden können. So, dass es lange Meter werden. Okay. Dann müssen wir ein bisschen Straße zurück machen, dass wir über die Brücke hochkommen. Ja, das ist ja klar. Jetzt lässt er mich wieder nicht gerade abschneiden. Egal. Das fliegt man gleich zurecht. Wir brauchen einmal die Brücke. Auf 9 Meter. Und dann gehen wir darüber. Ja, das. Na, ach komm, Streuner, was treibst du? Das geht doch viel hübscher. Hier, so, einmal. Wo geht die Straße hin? Da kommt die Straße. So.
So, und dann runter auf 0. So. Jetzt haben wir die Brücke hier drüber. Und jetzt fahren wir hier einen schönen Bogen und gehen auch auf 0. Wie breit ist der Radius, den ich bevorzuge? Ich denke, den finde ich ganz okay. So, na, jetzt haben wir wieder einen Snap drin. Nicht zu nah. So. Machen wir es mal so. Hier fahren sie hoch. Diesmal machen wir auch hoffentlich gleich die Einbahnstraßen richtig. Da war der Streuner einfach in seinem ersten Let's Play viel zu aufgeregt. Aber die kann ich nachträglich dran setzen. Da fahre ich dann später hier so rein. So, einmal hier geht es in die Richtung raus und hier kommen sie aus der Richtung. Kommen von hier und wollen da rein. Ja, ja, ja. Das ist jetzt wieder zu schwierig für das Spielchen. Anarschrum, das macht doch so überhaupt keinen Sinn. Und so auch nicht. Versuchen wir es ihm beizubringen. Da lang und da rein. So. Und dann können wir hier auch wieder so raus da dran fahren. Okay. Dann müssen wir jetzt dieses hässliche Stückchen hier noch bearbeiten. Wo setze ich mir hier diese Special Notes? Machen wir es mal auf die und auf die Länge und dahinter schneiden wir es ab. Ja, das war jetzt nicht so beabsichtigt. Die sollten wir gleich lang werden. So. Jetzt wissen wir, die kommen hier rein. Und dann fahren sie auf der Spur hier lang und kommen hier vorne auf der Einbahnstraße raus. Wo ist die Einbahnstraße? Hier, da kommen sie raus und sie fahren in die Straße rein. Und dann kommen sie hier raus und fahren da drauf. Dann gehen sie hier rüber und fahren hier hinten lang. Und die anderen, die machen wir jetzt einfach hier schön daneben hin. Einmal hier lang und einmal dann einen geschmeidigen Bogen. Umso geschmeidiger er ist, umso weniger müssen die bremsen. Und das müsste dann auch wieder da irgendwo drauf gehen. Warum machst du jetzt auch immer nicht? Ach Streuner, du bist doch ein Dödel. Du bist doch ein Dödel. Ich will doch nicht auf die Schiene fahren. Na. Ja, ich will nicht auf die Schiene fahren. Aber ich will ja auch keine Schienenbrücke machen. Muss ich mal gerade schauen, ob ich hier jetzt so da durchkomme. Da komme ich durch. Okay. Ja, das wird jetzt eine abenteuerliche Runde. Eigentlich nicht so geplant. Wir machen hier einmal die Kurve. So. Und jetzt gehen wir hier rüber. Streunerchen, Streunerchen. Wieso will er denn jetzt nicht? Gerade wollte er doch noch. Bisschen kürzer vielleicht. Bisschen enger die Kurve. Gerade habe ich ihn noch grün gekriegt. Ach, da vorne, unterm Node kommt er durch. Ich hätte jetzt gedacht, da geht auch. Liebes Spiel, sagt man das doch. So. Kriege ich dann jetzt hier irgendwie eine gescheite Kurve zu dem Node hin? Ja, da war es doch schon fast. Komm schon. Also da brauchen wir ein bisschen Geduld. Vielleicht darf ich hier auch nicht so schief hin. Ich mache jetzt mal den Snap aus. Der Snap, der... Ich glaube, der Snap macht mich kaputt gerade. So. Ich will da unten durch. Muss ich jetzt echt das Stück zuerst bauen und dann ran machen? Ja, das ist halt nur dieser eine spezielle Winkel, wo es durchgeht. Okay. Von mir aus. Von mir aus. Dann machen wir es so. Da jetzt dran. So. Also wir fahren hier einmal unter unserem Brückchen durch. Und dann brauchen wir halt noch ein Brückchen. Aber ich will einfach, die Autos sollen Brücke fahren und die Züge sollen Vollgas geben gerade. Einfach, dass ihr mal so seht, was man hier so an Konstruktionen basteln kann. So, wir gehen auf 9 hoch. Wir gehen um die Kurve rum. Können hier, glaube ich, auch schon auf 6 runtergehen.
und gehen dann hier auf 0. Jetzt muss ich nur die Kurve noch kriegen. Ich hoffe, das passt so. Der hätte jetzt auch geradeaus so rübergehen können, aber ich möchte einfach, dass die Ankerpunkte circa auf der gleichen Höhe sind. Einmal mit Profis arbeiten. Streuner. Hast dir wieder alles zu einfach vorgestellt und jetzt snappt er wieder nicht. So. Und von hier fahren wir jetzt da rein. Hier gehen beide in die Richtung, da gehen beide raus. Ein Bau ist beendet. Zum Glück weg von der Baustelle. Ha. Ja, dann bau mir doch den Strommasten, bitte. Aber auch erstmal nur ohne Menschlein. Ich habe gar nicht aufs Geld geachtet. Also irgendwann könnte halt mal der Strom ausgehen bei dem wilden Bauprojekt jetzt hier. Ist hier schon alles da? Ja, die müssen ja nur noch jodeln. Dann jodel doch mal. Schickt die Menschen hin und macht's fertig. Was macht die gebuddelte Leitung? Der buddelt noch. Da buddelt er vor sich hin. Okay. Da brauchen wir auch noch keine Menschen. Ja, sie arbeiten sich voran. Da ist wahrscheinlich auch gleich schon wieder fertig. Streuner macht die Brücke fertig. Alles klar, Chef. Hier müssen wir in die Richtung raus. Einmal schön hier ran. Weich, geschmeidig. Weich, sagte ich. Er will nicht weich. Okay, dann nehme ich das so. Und da kommen wir hier rein. Okay. Und dann müssen wir von hier einmal kommen. Und da reingehen. Ja, das ist jetzt keine weiche Kurve mehr. Einmal rum und dann Vollgas darüber. Ja. So ein Ding, so ein krummen Oschi habe ich auch noch nie gebaut. Ich hatte einfach die Schienen vergessen, aber wir nehmen es jetzt so, wie es kommt. Gut durchgeplant, der Verkehr müsste laufen. Hier kommt es raus, da geht's rein. Hier können sie in die Richtung reinfahren und in die Richtung rausfahren. Und da müssten sie hier raus und da rein. Okay, bevor ich jetzt da hinten hingehe, stellen wir hier mal diese Baustelle, dass die hier bis hinten durchgeflitzt wird auf niedrige Prio. Und die hier auch. Einfach, dass da Material schon mal rankommt. Weil der Kies, da schieben sie mir jetzt einen Bagger hin und schieben ein bisschen Kies rein, wenn sie Zeit haben. Und natürlich ohne Menschen. Und das kann, das, ihr wisst, der Spaß, der dauert einfach ewig. Deswegen lasse ich die jetzt anfangen, bevor wir da oben weitermachen. Und der Kies, der macht mich jetzt nicht arm. Wo sind wir fertig? Hier. Ja, dann einmal ohne Menschlein hier bitte. Sieht da hinten aus, da steht schon alles parat, aber da haben wir schon Menschen dazugegeben. Die kommen auch. Ja, die kosten halt ein bisschen Schotter. Wir haben bald die 3000 geknackt. Also bei 3000 müssen wir schon mal wieder gucken, ob die Versorgung noch passt. Ist hier nicht auch schon einer fertig? Nee. Okay. Jetzt schauen wir mal, oh, wie viele Kipperchen da hinten dran kommen. Jetzt müssten alle Kipper, wo wir irgendwie übrig haben, losfahren, um diese gewaltige Menge von 500 Tonnen Kies hier zu karren. Sobald das Ding da durch ist, dann werde ich hier so ein paar kleine Bausträßchen reinbauen, dass sie hier anfangen können, da anfangen können und nebenbei aber schon den langen Oschi hier reinhauen können. So. Ich denke, das krumme Ding ist geplant. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Also ich bin eigentlich nicht so begeistert von dem Ding, aber das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Was haltet ihr von dieser Konstruktion? Und da machen wir natürlich noch die Nodes wieder raus. Streuner mag keine Nodes. Da ist okay, der ist nicht okay. So. Ich könnte einen Quiz draus machen, aber ich löse es einfach gleich mal aus. Wie viel brauchen wir hier? Um 539 Tonnen Kies. Da haben sie auch Spaß. Und die können jetzt halt hier reinkippen. Ah, die Bagger stehen eh schon da, weil wir die gerade nicht für sonst nichts hatten. Wie viele Kipper kommen denn hier? Da kommen zwei. Und wie viele kommen hier? Drei. Ja, das sind halt die, die da oben mit unserem Asphalt nicht beschäftigt sind. Oh, wir haben ja schon wieder fertig geforscht. Ja gut, dann chillt mal und bildet ein paar Studenten aus. Der Rettungsheli läuft und... Ja, 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 ja.
Der blockiert mich halt jetzt, weil ich müsste die Pipeline-Geschichte erforschen. Ich bin mir da nicht sicher. Wie ist denn das, wenn ich auf Bau aussetzen drücke? Das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es googeln soll. Wenn ich da drauf drücke, bleibt er auf seinen 34% und ich kann switchen? Oder ist es dann eher so, dass man dann wieder bei Null anfängt? Aussetzen hört sich für mich jetzt so an wie eine Baustelle. Aber ich würde es nicht riskieren. Ich soll nicht 34% umsonst geforscht haben. Also wenn da jemand definitiv Bescheid weiß, ich verlasse mich auf euch, schreibt es mir. Das ist was, wo ich bisher nicht ausprobiert habe. Und jetzt auch in dem Let's Play nicht ausprobiere, wenn mir keiner sagt, das geht so. Wenn er mich dann veräppelt hat, dann werde ich das auch erwähnen. So. Ja, die Geschichte hat mir geguckt, ist fertig. Das gute Müllwägelchen transportiert den Müller. Was ist denn jetzt schon wieder fertig? Wie er so schön vor sich hin knattert und hinten schwarz rausblust. Mir gefällt das so sehr hier. Ja, ich weiß, der Bau geht weiter. Bisschen bremsen, komm, Fußgänger, genauer. Vorfahrt, Vorfahrt. Wir sind hier im Schilderwald. Also eigentlich müssten es deutsche Städtenamen werden hier. Ja. Alles voll getackert mit Schildern, ey. Streuner hast du gut durchgetackert. Okay, hüpfen wir zu unserer fertigen Baustelle. Zack. Und wo geht's hier weiter? Ja, der hat gerade gehupt, glaube ich. Okay, da wird gewalzt, da ist auch gleich durch. Und hier. Den hat man ja gerade. So. Hier wird danach wahrscheinlich gewalzt. Da wartet jetzt einer auf den Asphaltleger. Wir haben halt nur zwei Asphaltleger. Das ist gerade die Engstelle. Wieso kreuchst du darüber, ohne transportiert zu werden? Habe ich das vergessen? Eigentlich sagte ich doch offene Ladefläche. Ja, durch den Umzug vielleicht. Ja, da war ja totales Chaos beim Umzug. Und jetzt fahren die Fahrzeuge ohne Transporter. Das ist böse, das will ich nicht. Das kann Probleme geben. Ich klicke sie jetzt alle durch. Alle. Egal, was jetzt da drin ist. Ich will hier keinen auf der Straße rumfahren sehen. So. Na gut, den auch noch. Rein obligatorisch. So, alle Baubüros haben jetzt wieder was drin, dass sie die Viecher transportieren. Dann können wir hier auch schon mit dem nächsten Pümpchen wieder anfangen, aber auch ohne Menschen. Wir kontrollieren mal, wie der Spaß da aussieht. Ob da vorne jetzt schon was fertig. Oh. Ja. Wir können ja nicht. Puh. Das wird jetzt aber hart vom Geld, wenn ich die alle reinknall. Probieren wir es mal. Das wird spannend. Kratzen wir am Bankrott vorbei oder gehen wir kaputt jetzt? Einen Moment bitte. Da bin ich wieder. Ja. Ich gehe mal das Risiko ein. Ich habe alle hinzugefügt und die Scheißrohre haben ja zusammen 100.000 gekostet. Plus das ganze Pumpenzeug. Ich glaube, wir werden jetzt hart runterbluten. Hoffen wir nur, dass Motte uns gut Klamotten bringt. Motten, läuft's bei euch? Motte. Eine Motte steht, eine Motte fährt, okay. Sind noch nicht bei dem Pendelverkehr. Was macht's hier? 12%. Es geht noch langsam hoch mit den Pflanzen. Ja, jetzt sehen wir, wie es leer gesaugt wird. Aber ich habe euch ja gesagt, oh Gott. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das wird jetzt spannend hier. Macht's gut und bis bald.